Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 9. Heute in Euwert die Geschichte Terras. Ich dachte, wir sind auf Gaia und nicht auf Terra. Was ist das hier? Aber heißt Terra und Gaia nicht so oder so Erde? Dieser Raum ist mir nicht ganz geheuer und überall diese merkwürdigen Gesichter. Und Prozent, Dreieck, Viereck, unendlich, Stern, Paragraph, Plus, Karo. Oh, schrecklich, wie der Rauschwampf. Warte, das sagt etwas. Besucher, steigt auf die Plattform zu euren Füßen. Das habe ich auch klar und deutlich verstanden. Scheint irgendeine Art von telepathischer Sprache zu sein. Ich finde, wir sollten gehen. Ich frage mich, was das da unten ist. Ist das Nebel? Ist das ein ewiger Abgrund? Besucher, vernehmt folgende Worte aufmerksam. Dies ist eine Aufzeichnung über den Anbeginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verenden. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Schließlich erfassten wir das Wesen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Und das Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist und forschten in diese Richtung weiter. Wir, die wir vier kostbare Opfer dargebracht haben, pflückten uns die Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie uns. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren, aber die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Um Terras kostbare Geschichte weiterreichen zu können, wurden wir erschaffen. Aber ursprünglich gab es noch mehr und die Aufzeichnung verlief ohne Probleme eigentlich. Komm, wo sind wir hier eigentlich? Schriftzeichen, die nur du lesen kannst, mein Bester. Sehr rätselhaft. Das würde ich auch gerne wissen, aber jetzt geht es erstmal um das Leben unserer Freunde. Das hat erstmal Vorrang. Könnte er später wiederkommen. Oder so ähnlich. Zack, zack. Gut. Weiter! Gut, aber wir sind auch fast fertig mit Euwert. Dank meiner brillanten Idee beim letzten Mal dann doch noch ein bisschen das Video zu verlängern. Nach dem Schokobo-Desaster, wie ich es jetzt gerne mal nenne. Blöder Riss. Naja. So, ist er weg. Yep. Oh. Vorhin war irgendwas anders. Sieht aus wie der Planet vorhin. Was ist denn noch ein Planet? Naja, soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht ganz. Naja. Wir sollen fusionieren? Nehme ich an. Wie auch immer das vonstatten gehen soll, vor allen Dingen. Wow. Also irgendwie haben diese ganzen Kulturen hier den Hang zu unsicheren Aufzügen. Kann das sein? Ich hätte da immer Angst, dass ich da runterfalle. Okay, hier solltet ihr euch jetzt vorbereiten auf einen Bosskampf. Dementsprechend kann ich euch empfehlen, benutzt was ihr möchtet. Ich werde jetzt einfach zumindest mal ein bisschen die Power hochheben. Ist das das Teil von dem Kutersprach? Nein, dann mal schnell unter den Nagel gerissen und nichts wie raus hier. Boah.
Mist, kommt da was? Nebenbei bemerkt, solltet ihr sehr wahrscheinlich euch gegen Konfus schützen. Aber ich bin natürlich ein Idiot und denk da nicht dran. Ich mach's also auf die harte Tour, die Kommi-Art und Weise des Lebens. Trefft die Arche. Nebenbei bemerkt, hätte ich das gerne als Luftschiff. Das hätte doch was. Aber gut, ich darf ja nicht. Ich fänd's dennoch ziemlich cool, aber ich darf's halt nicht. Wow, selbst Queen hat mal viel Schaden gemacht. Finde ich gut. So, ich meine, der Wirbelsturm kann für Konfus sorgen. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht ganz sicher dabei. Warum darf ich gar nichts machen? Warum darf ich keine blaue Magie benutzen? Ach so, ja, stimmt. Klar. Wir sind hier immer noch im Anti-Magie-Land. Das ist keine große Frage, warum ich keine Magie benutzen darf. Hirn. Oh ja, nebenbei. Vielleicht sollte ich auch klauen. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber prinzipiell ist da nicht so viel, was ich unbedingt gut finde. Aber ich werde mal versuchen, jetzt zu klauen, nachdem ich jetzt sehr, sehr guten Schaden gemacht habe. Ist es doch, denke ich mal, an der Zeit, ein bisschen zu klauen. Okay, Luftschraube ist, glaube ich, das, was verwirren konnte. Ging das nur auf einen? Das geht auf alle. Okay. So. Für diejenigen, die es interessiert, Elixier, Kraftkittel, Heiligenpike, das sind die Sachen, die dieses Luftschiff besitzt. Kann ich das damit heilen? Nein, kann ich nicht. Warum auch? Naja, gut. Da habe ich irgendwie jetzt aus irgendeinem Grund gar nicht drüber nachgedacht, aber sind auch Sachen, die kriege ich später. Und dadurch, dass ich jetzt die ultimativen Sachen für Freya sowieso habe, die Heiligenpike könnt ihr euch ja vorstellen, wäre für Freya. Ist es mir erstmal prinzipiell völlig egal. Ich weiß, ich bin böse, aber es ist halt so. Wir erhalten einen Alpha-Splitter. Man kann theoretisch auch noch einen Ether von ihm bekommen, aber der Alpha-Splitter ist, meine ich, immer dabei. Na dann, auf. Nehmen wir uns den Guruk-Stein und verschwinden von hier. Ich muss schnell zurück, sonst geht's den anderen an den Hintern. Guruk-Stein. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal den Satz zu Ende sprechen, aber nein. Er hat keine Lust drauf. Warum alles in der Welt muss eine feine Dame wie Alko in so einem Käfig sitzen? Tja. Wenn ich das nur wüsste. Lass uns gefälligst hier raus. Wann hat man so eine Dame? Ach Mensch. Wie es wohl Komi und den anderen geht? Er wird ganz bestimmt zurückkommen, oder? Wie gefallen euch die Gästezimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Komi war so zuvorkommt und tut mir gerade einen Gefallen, um euch am Leben zu halten. Aber es liegt mir irgendwie nicht, Versprechen einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihre Qualen im Gesicht stehen. Aus diesem Grund habe ich ein herrliches Schauspiel vorbereitet. Hier, in meinem wunderschönen Palast, steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter öffnet sich der Boden unter euch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Die Sanduhr muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst einmal gerettet. Ich hoffe nur, Komi wird es rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten wird euer Leben. Also betet, dass euer Erlöser bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Narren. Nein! Bitte rettet Aiko! Ja, das hatten wir schon. Das lesen wir mal vor. Dieser elende Kuja. Nun gut, jetzt ist wohl mein Auftritt gefragt. Quack. Ja, interessanterweise habe ich jetzt Zugang zu Sid. Sag mal.
Ich habe, wie Kuja es mir befohlen hat, die Sandtour umgedreht und abgeschlossen. Aber was wir hier machen, ist doch eigentlich etwas Schlimmes, oder? Aber du möchtest doch auch nicht stehen bleiben, oder? Lass uns erstmal zurückgehen. Da müssen wir wieder die Geheimvorrichtung umgehen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man sie löst. Eigentlich ist es ganz einfach, weil du ja nur alle anmachen musst. Nur nicht zu viel nachdenken. Also gehen wir. Okay. Wir haben jetzt natürlich keinen Zugriff auf ein Menü, weil wir mit ihm nicht kämpfen, aber wir haben Zugriff auf Sid und das ist mal was ganz anderes. Das wird wohl der Schlüssel sein, von dem die Rede war. Hol dir den Schlüssel. Mit der Kreistaste vorwärts bewegen. Hupsa. Besser jetzt als später. Ja, solange dieses Monster hier rüber schaut, sollte ich mich vielleicht nicht bewegen. Quack. Dabei ist das nur eine Igelquappe. Ah, goddammit. Ich habe mich noch nie so blöd angestellt wie jetzt. Ist ja wunderbar. Das ist wieder so typisch LP. Brich zusammen. Ich brich zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht. Ich schwöre, ich habe mich noch nie so dämlich angestellt wie in diesem Part. Unglaublich. Ja, könntest du jetzt weggucken. Na. Jetzt gehe ich ganz auf Nummer sicher, weil ich mich jetzt echt lächerlich fühle. Oh na. Ich brech echt zusammen. 2 Minuten mache ich das jetzt schon. 2 Minuten! Ich meine, der Rest ist kein Problem mehr, aber das... Oh mein Gott. Ich kann nur den Kopf für mich selber schütteln. Ich glaube, ich brauche einen Fail-Counter. Dann wäre ich jetzt mindestens schon bei 18 oder sowas. Geht doch. Überhaupt nicht kompliziert, aber aus irgendeinem Grund wollte ich das nicht hinkriegen. Die Gewichte untersuchen. Holz, Quark. Dieses Gewicht besteht wohl aus Lehmquark. Das ist wichtig zu wissen. So gesehen. Eigentlich könnte er jetzt damit aufhören, aber egal. Dieses Gewicht scheint aus Stein zu bestehen. Quark. Ein Gewicht aus Eisen. Quark. Gewicht auf die Waage stellen. Wir brauchen Lehm, Stein, Eisen. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum da überhaupt eine Auswahl oder ein Rätsel steht. Einfach alle nach links und dann hoch. Wo ist das Problem? Wir wollen ja nur mit ihm nach oben. Auf die Waage hüpfen. Ah, wenigstens war es kein kompletter Fail. Die sich hier umgedreht und fertig, Quack. Quack! Jetzt müssen sie alle frei sein, Quack. Eigentlich hieß es ja nur,
Es würde die Zeit so gesehen verlängern, aber naja. Ich dachte wirklich, dass meine Mokris nie, dass ich meine Mokris nie mehr wiedersehe. Hey, seid ihr alle in Ordnung? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ihr seid wohl auf, Prinzessin. Seid ihr alle unverletzt, Quark? Hast du uns etwa das Leben gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen musste. Aber wir müssen unsere Wiedersehensfreude verschieben, Quark. Die Schwarzmagier sprachen von einer Geheimvorrichtung, die sich weiter hinten im Gang befindet, Quark. Man müsse einfach alle anmachen, sagte einer von ihnen, Quark. Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von ihr verschwinden, Quark. Genau, wir können uns nicht immer nur auf Kami verlassen. Wir müssen versuchen, aus eigener Kraft zu fliehen, dann Kami abfangen, bevor er zurückkommt. Wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir es. Motivationsrednerin Aiko, meine Güte. So. Jetzt habe ich natürlich hier sehr viel Auswahl. Machen wir erstmal das, damit sie Wicht lernt. Dann kann sie die Mütze haben. Thermometer, wunderbar. Adrenalin, immer Hass ist sie gerade am Lernen. Ich glaube, hier rennen gerade keine Dämonen rum, also könnte es funktionieren. So, Vivi ist ja gut dabei, so wie es aussieht. Ja. Wobei ich ihm halt trotzdem die Baskenmütze geben kann. Wo alles nur grün ist, ist sowieso immer gut. Okay. Ja, da seht ihr die Meeresroute. Vielleicht nicht so vom Angriff her am besten, aber Vigra. Vigra immer gut. Baskenmütze, wunderbar. Level up kannst du auch haben. Heiligenrobe so lange. Und dann kannst du anfangen, Atmos zu lernen. Okay. Sollte schon schief gehen. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht, dass es schief geht, aber so oder so müsste es ungefähr funktionieren. Ich denke doch mal. Ich weiß nur nicht, wo hier ein Schwächerpunkt ist. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Der Wüstenpalais. Palais, Palais. So. Wir müssen hier nur Kerzen anmachen. Dadurch kommt sowas. Opfergaben der Kraft. Du, der du diesen Palast behütest, entziehe dem Ring seine Kraft, Elemente zu neutralisieren. Ja. Und je mehr wir hier an uns nehmen, was übrigens dann Items abgibt, desto weniger kann der Boss hinterher gegen uns ausrichten. Das ist eigentlich schon alles. Die Lichter eröffnen den Weg der Weisheit. Das Licht der blutroten Diabolo-Perle ist der Beweis ihrer Kraft. Das Fleisch der Hand überschattet ihr Leuchten nicht. Nette Dinger. Ich meine nur. Ein Qual. Okay. Ja, prinzipiell habe ich hier jetzt die Wahl, was ich machen möchte und was nicht. Das heißt, ich werde wohl mit Vivi sehr viel Flair durch die Gegend ballern können. Oder sagen wir mal eher müssen. Aber was macht das schon? Vivi kann das. Vivi packt das. Yeah. Go, Vivi. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Prinzipiell müssen diese Kreaturen nur nach außen gucken. Dadurch erscheint eine Lichtbrücke und das war dann schon der ganze Trick dabei. Aber naja.
Ist halt Magie, ne? Magie. Dann kommen wir nämlich nach hier oben. Können das Ding entfachen und können wieder gehen. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber naja, gut. Und wenn wir jetzt hier wieder runterkommen. Ich hoffe, das kann ich noch machen jetzt eben, aber ich denke mal schon. Dann erscheint hier eine Truhe. Mit einem Elfenohrring. Okay. Beim nächsten Mal erkunden wir den Wüstenpalais und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.